ich haben eine Challenge geplant, also VillageRollerTV. Und zwar eine Team-Challenge. Das genaue Datum ist allerdings noch nicht bekannt, das heißt, seid auf jeden Fall gefasst, aktiviert die Glocke und irgendwann werde ich euch sagen, wann es rauskommt. Wahrscheinlich nicht mehr 2019. Ich weiß es nicht. Livis Dezember 2019. Hallo, mein Name ist Livis und willkommen zum 17. Dezember-Video. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum und ziehen schon das 17. Türchen. Was ich noch kurz sagen wollte, was ich jetzt sagen kann, und zwar sitze ich gerade an einem etwas größeren Projekt. Das heißt, es kann sein, dass nach Weihnachten keine Dezember-Videos mehr kommen. Das macht aber nichts. Ich hoffe, ihr habt damit Verständnis, weil ich mache gerade was ziemlich aufwendiges und Leute, die mit mir in eine Schule gehen, werden es schon wissen, worum es sich handelt. Ich erzähle es euch bald, beziehungsweise in einem bald kommenden Video erzähle ich es euch dann nochmal genauer. Dann werde ich nämlich auch genau das machen, was dann rauskommen wird. Es klingt jetzt zwar ein bisschen komisch, weil ihr nicht wisst, worum es geht, aber wenn ihr das dann wisst, dann würde es sich logischer erscheinen. Ich würde sagen, ich mache das ganze Ding mal an und lese vor. Wir sind jetzt sogar schon auf der nächsten Seite. 17 Alpengipfel. 1,6 Gramm Kräutertee, Räubusch-Tee, Zitronengras, Spitzwegerich, griechischer Bergtee, Kamille, Pfefferminze, Sucherblüten, Salbeifrau, Mantelkraut, Holunderblüten, Melisse und Schafgarbenkraut. Griechischer Bergtee haben wir heute. Interessant. Der ganze Wasserdampf. Aua, gut. Der ist heiß, Junge. Krass ist der heiß. Okay, das wusste ich nicht. Okay, heute fällt dieser Tee sehr mickrig aus. Ich hole nochmal schnell eine neue Pulle Wasser. So, meine Freunde, ich habe jetzt hier nochmal ordentlich einen Schluck Wasser geholt. So, das Ganze werfen wir nochmal kurz an und dann kann unser Tee weiterziehen. Es setzt sich schon einiges ab, aber naja, wir werden den Tee nochmal ziehen lassen jetzt. So Leute, das Wasser ist am Köcheln. Wir gießen es rein bis zu der gewünschten Menge, kleckern wir wie sonst auch immer und ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt 8 Minuten ziehen. So Leute, die 8 Minuten Ziehzeit sind jetzt vorbei. Warum hier mein Handy liegt, das kann euch Benedikt erklären. Schöne Grüße gehen raus. Mehr sage ich jetzt allerdings nicht zu. Ich muss ihm nur Schulisches helfen und das habe ich getan und jetzt sind wir zurück. Ja, Bene, Grüße gehen raus an dich schon mal und gönnen wir uns erstmal das Pusten. Also man kann schon einige schmecken, ist ein bisschen heiß noch. Ich probiere mal. Ja, also da fehlt wirklich arg viel Aroma. Arg, falls ihr das nicht bedeutet, arg ist so viel wie arg. Arktis, Antarktis, Arktus. Das ist aber ganz lecker, also kann man sich reinziehen. Ich mag ja Tee mit nicht so ganz viel Geschmack, weil Tee, wo man wirklich mit dem Geschmack übertreibt, das mag ich halt nur, wenn ich es selber mache, weil ich dann weiß, was drin ist. Aber ansonsten, ja, zücken wir mal unsere Liste und wir sind jetzt bei Türchen 17, Leute. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5. 4 Zeilen vor der letzten Seite und da ist dann nur noch 22, 23, 24. Falls ihr euch auch auf Weihnachten freut, dann schreibt es in die Kommentare. Wahrscheinlich sind diese wieder deaktiviert. Falls sie das nicht sind, könnt ihr das gerne mal machen. Falls sie es sind, sagt es mir irgendwie anders. Instagram habe ich nicht, also könnt ihr das darüber auch nicht machen. Falls ihr meinen WhatsApp-Kontakt habt, könnt ihr es darüber machen. Falls ihr mich in der Schule seht, könnt ihr es darüber machen. Ist mir völlig egal.
Geschmack? 8 Punkte. Ich muss ja auch nicht nur meinerseits bewerten. Manche mögen das ja auch nicht. Aber naja, gut. 8 Punkte, weil es halt ein bisschen zu wenig Aroma ist. Der richtige Name, wie heißt denn das auch? Alpengipfel. Alpengipfel, liegt Schnee, passt zu Weihnachten. Dafür schon mal ein paar Pluspunkte. Alpengipfel. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, es hat auf jeden Fall nicht die volle Punktzahl, weil es nur eine Sache beinhaltet, und zwar das Winterliche. Dann sagen wir, gibt es darauf auch 8 Punkte. Als nächstes die richtigen Zutaten. Was haben wir denn da drinnen nochmal? Moment. Okay, es ist auf jeden Fall ein griechischer Bergtee, von daher ist es richtig, richtig gut. Obwohl die Alpen gar nicht in Griechenland liegen. Es macht aber nichts. Darauf gibt es 10 Punkte. Haben wir das allererste Mal 10 Punkte auf die richtigen Zutaten? Nein, bei einem Tee hatten wir das schon mal, oder bei mehreren. Könnt ihr ja mal meine Videos gucken und dann mir in die Kommentare schreiben, falls sie denn nicht deaktiviert sind, wie viele Zähnen wir auf die richtigen Zutaten bisher hatten. Und insgesamt haben wir dann also 26 Punkte. Perfekt. Das war's für diese Folge heute. Gönnt euch den griechischen Bergtee. Prüstchen!